Hey, hier ist Christine, willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin noch komplett ungeschminkt und ich bin auch gerade eben erst aufgewacht. Ich liege noch im Bett, beziehungsweise wir, Max ist auch da. Im Bett. Aber eben lag ich noch. Auf jeden Fall dachte ich mir, mache ich mal eine Challenge. Und zwar darf ich 24 Stunden den Boden nicht mehr berühren. Das wird heute eine sehr große Herausforderung, weil ich sehr viel vorhabe. Ich weiß gar nicht, wie ich später zu dir kommen soll. Ich komme einfach gar nicht. Ich bleibe einfach den ganzen Tag im Bett liegen. Nein. Da fällt mir schon was ein. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir an, mich umzuziehen. Ich habe zum Glück gestern meine Sachen schon mal auf meinen Stuhl gelegt. Also von meinem Bett aus komme ich gut an meine Sachen ran. Danach wird aber ein Problem. Ich kann dich doch auf deiner Decke zu mir ziehen, oder? Du kannst mich tragen. Du kannst mich tragen. Tschüss. Was los? Nein, du kannst mich wirklich tragen. Doch, es sind nur 30 Minuten Gehweg. Oder zu meinem Fahrrad tragen. Meine Sachen liegen hier auf dem Stuhl. Da komme ich ja noch gut ran. Ach, meine Sachen kannst du auch gleich geben. Nee, den kannst du selber nehmen, warte. Ich darf den Boden berühren. Ey! Ich würde sagen, ich ziehe mich dann hier auf dem Bett um. Und dann zeige ich euch, wie ich aussehe. Ich bin weg. Ich habe ein schwarzes T-Shirt an und eine Leggings. Und ich habe Socken vergessen. Max, kannst du mir bitte Socken geben? Bitte. Ich habe vergessen, mir Socken rauszulegen. Am besten schwarze. Und ich habe hier keine schwarzen. Die hier? Schwarze. Okay. Ey, heb das wieder auf. Die hier? Oh Leute, guckt euch mal an, wie es hier aussieht. Es sieht immer so aus, wenn Max da ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Es war, als wir gekommen sind, ordentlich. Nein, schwarze. Wo sind die? Ich finde keine schwarzen. Da sind keine schwarzen drin. Sag das doch gleich. Oh. Ach. Max kommt da gerade und ich frage mich, was er vorhat. Ah, Socken. Aua. Hallo, du hast mich getroffen. Ich habe gedacht, kannst du mit Verjüngung anfangen. Ah, das ist schlau. Ja, ich dachte mir, du kannst dich irgendwie vom Bett weg. Damit ich wenigstens mein Zimmer aufräumen kann, ne? Ja. Wie soll ich da bitte hinkommen? Das schaffe ich nicht. Vom Bett nach da und dann bist du schon auf der Tür. Also. So. Zack. Oh Gott. Ach, ja, oh Gott. So, ich habe es geschafft, mein Bett zu machen. Ich werde nicht darauf treten, damit sie wieder auch noch nicht hört. Auf jeden Fall. Ups. muss ich jetzt den Rest des Zimmers aufräumen. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze machen möchte. Mit dem Schuh da. Aber ich hab deine Sachen wieder eingeräumt übrigens. Ich wäre nicht Chrissy, wenn ich das nicht schaffen würde. Komm mal her. Hey, nicht stütze, nicht stütze. Oder? Okay, doch. Okay. Solange ich noch da bin, kann ich dir noch ein bisschen helfen. Also du darfst natürlich nicht den Boden berühren. Machst du auch nicht. Wo willst du überhaupt hin? Ja, erstmal hier aufräumen. Aber oh. Also guck mal, wir haben gestern noch ein bisschen hier Chips gegessen und so. Das kannst du ja in die Küche bringen. Oder du isst es einfach auf. Und tatsächlich ist es dann auch schon aufgeräumt. Guckt euch mal diese wunderschönen Blumen an. Die habe ich von meinem Baby bekommen. Aber. Hahaha, von dir bekommen. Aber dazu seht ihr mehr auf seinem Kanal. Das guckt unbedingt vorbei. Das war super mal, süß. Jetzt sind wir quitt. Achso, jetzt sind wir. Das hast du gemacht, weil wir nicht quitt sind. Ich dachte, weil du süß sein möchtest. Ja. Jetzt glaube ich dir kein Wort mehr. Was machst du denn mit meinem Laptop? Das ist dein Laptop, nimm die Maschine aus der Hand, fällt irgendwie runter. Nein, nicht runterfallen lassen. Kannst du den bitte irgendwo. Nein, den habe ich gerade aufgeräumt. Ich bin nachher wieder weg. Guck mal, alles hier deine Sachen, ne? Deins. Meins, was du da einfach liegen lassen hast. Justice. Aua. Aber alles ist der Stuhl umgekippt. Oh, das wäre mies. Das wäre richtig mies, dann habe ich den Boden berührt. Was würdest du davon sagen, wenn ich das Ding einfach gleich mal ein bisschen weiter wegschiebe? Nein, das schaffe ich nicht. Lass es! Hallo? Geh ruhig weiter. Wir müssen hier stehen bleiben. Straßensperre. Oh, du bist so. So, das ist doch anstrengender jetzt. Aber das ist nicht schlimm. Erstmal, weil erstmal muss ich mich jetzt schminken. Oh, davor sollte ich vielleicht Zähne putzen. Viel Glück. Okay, ich sitze hier immer noch auf diesem Stuhl und ich überlege gerade, wie ich ins Wohnzimmer komme, denn dort gibt es jetzt Frühstück und irgendwie möchte ich natürlich mitessen. Das heißt, ich muss irgendwie ins Wohnzimmer gelangen. Angelina, du kommst perfekt. Ich darf heute 24 Stunden nicht den Boden berühren. Kannst du bitte deinen Stuhl hierher rollen? Perfekt, ich glaube, das wird heute mein bester Freund sein. Am besten packst du den dann gleich noch aus dem Weg, damit ich gut durchrollen kann. So bin ich morgen im Wohnzimmer. Hallo. Ich stecke fest. Ab ins Wohnzimmer. Achso, ich dachte, noch 15. Nee. So, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Kannst du bitte Teller und Servietten für den Tisch holen? Nein.
wenn du mich trägst. Und ich würde sagen, dann gibt es jetzt Essen und dann rolle ich auch nachher direkt mit dem Stuhl ins Badezimmer, um Zähne zu putzen, um mich fertig zu machen. Und danach geht's ans Schminken und das zeige ich euch dann gleich. So, Max ist hier noch gerade am Singen. Ich habe jetzt Zähne geputzt und mein Gesicht gewaschen. Meine Schwester hat den Stuhl gerade eben auch schon wieder direkt mitgenommen. Und ich sitze jetzt hier auf meinem Bett und werde jetzt da rüber springen und mich dann schminken. So, Max geht jetzt. Ich kann dich leider heute nicht zur Tür bringen. Du musst mir von hier aus Tschüss sagen. Ich bring ihn halt immer so zur Tür und sag ihm dort Tschüss, aber heute sage ich dich hier Tschüss. Nein, sag mir jetzt hier Tschüss. Kommst du? Oh, doch, ich komm nicht, nein. Kommst du? Nein. Kommst du? Hahaha. Angie, trägst du mich zur Tür? Bella, trägst du mich zur Tür? Mhm. Tschüss. So, ich sitze jetzt hier an meinem Schminktisch und werde mich jetzt schminken. Meine Füße sind natürlich oben, also ich sitze gerade auf den. Ich zeige euch das mal. So sitze ich hier. Genau. Und jetzt schminke ich mich. Ich mache heute etwas mehr drauf, weil ich noch ein Bild machen muss. Ich frage mich, wie ich das machen werde. Entweder auf meinem Bett wahrscheinlich oder... Ach, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall später sehen. Und jetzt geht's ran ans Schminken. Und das hier ist mein fertiges Make-up. Ja, jetzt sind noch meine Haare dran. Die muss ich einmal durchkämmen. Ja, und dann muss ich mir was überlegen, wie ich das Bild machen möchte. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, schminkt ihr euch? Und wenn ja, schminkt ihr euch eher viel oder eher wenig? Also so als Alltags-Make-up. Bei mir als Alltags-Make-up schminke ich mich halt sehr wenig. Einfach nur Concealer, Wimperntusche und Augenbrauenstift. Und vielleicht ein bisschen Puder. Aber heute ist es halt ein bisschen mehr, weil heute noch ein bisschen was ansteht. Oh, ging leichter als ich dachte. So, ich bin fertig gemacht, komplett. Meine Haare sitzen auch wieder etwas besser. Und als allererstes werde ich jetzt aber mal Kommentare machen, bevor ich jetzt mit irgendetwas anderem weitermache. Und ja, dafür gehe ich auf mein Bett und das hier ist ja direkt nebenan. So, es ist mittlerweile wieder ein bisschen später. Ich habe gerade eben die ganze Zeit Kommentare gemacht, war ein bisschen auf Instagram, habe selber ein paar YouTube-Videos geguckt. Und jetzt habe ich einen Haul für euch. Ich habe nämlich ein paar Sachen zugeschickt bekommen von Chiquel. Meine Schwester hat mir gerade schon alles vorbereitet, hat mir die ganzen Sachen hier hingelegt, damit ich die nicht holen muss. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal, ich zeige euch jetzt einmal, was ich geholt habe, natürlich ohne dabei den Boden zu berühren. Und wir fangen auch schon direkt an mit diesem Pullover, der ist aber schon etwas älter, aber auch von Chiquel. Ich werde euch alle Sachen in der Infobox verlinken und ich werde euch hier auch nochmal meinen Rabattcode einblenden. Damit habt ihr 20% Rabatt und ich zeige euch jetzt mal die Sachen. Und das hier ist auch schon der nächste Pullover. Der ist in einem richtig, richtig schönen Braunton und der ist so dick. Es passt super zum Herbst, der jetzt ansteht und auch zum Winter. Der ist super bequem. Ich liebe einfach diesen Stoff. Könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, freut ihr euch schon auf den Winter bzw. auf den Herbst. Der hat übrigens einen V-Ausschnitt und ja, ich finde den super, super bequem. Als nächstes habe ich so einen Rock. Ihr wisst gar nicht, wie schwer es ist, euch es zu zeigen ohne einen Spiegel. Ich zeige euch das sonst immer in einem Spiegel und jetzt muss ich halt ein bisschen improvisieren. So, als nächstes habe ich dann noch diese kurze Hose. Ich finde diesen Style super cool. Ich hoffe, man kann das jetzt gut genug erkennen. Ja, ich finde den Style super cool. Ich finde es auch gut, dass sie ein bisschen länger ist. Ich weiß, der Sommer ist jetzt eigentlich schon vorbei, aber ich musste die einfach mitnehmen. Ich finde die so, so schön. Dann habe ich noch so ein Kleid. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mag es total gerne. Ich finde diesen Stil auch super schön. Ich finde das Gepunktete super schön. Aber ich glaube, es passt einfach nicht zu mir als Person. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. So, als nächstes habe ich hier nochmal ein Jeanskleid. Ich mag diesen Style auch richtig gerne. Passt wie angegossen. Schreibt mir in die Kommentare, würdet ihr sowas tragen und findet ihr, sowas steht mir, weil ich sowas noch nicht so direkt habe. Aber ich dachte mir mal in diesem Haul, ich probiere etwas Neues aus und ich mag diesen Stil total gerne. Und als letztes habe ich hier nochmal so eine Art Jeansjacke in schwarz. Hier habe ich einmal den Ärmel umgekrempelt, aber man kann ihn auch zumachen. Und es war auch schon mein letztes Teil. Wie gesagt, ihr habt einen Rabattcode, mit dem könnt ihr 20% sparen. Aber auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Bestellen. Und jetzt würde ich sagen, muss ich erstmal das Chaos hier wegräumen. Ich hoffe, mein Schwester packt das wieder zurück für mich. Und mittlerweile ist Max auch schon wieder hier. Hi. Lange nicht mehr gesehen. Ja, wir haben heute noch vor, zu ihm zu fahren. Und das wollen wir jetzt, glaube ich, mal machen. Die Frage ist, wie komme ich hier weg? Aber ich habe halt schon mir ein paar Gedanken gemacht und ich habe mir gedacht, dass du mich vielleicht zu meinem Fahrrad trägst. Ich soll dich tragen. Du kannst mich auch gerne bis zu dir tragen. Aber ich glaube, bis zu meinem Fahrrad ist die bessere Lösung. Bitte, sonst kommen wir hier nicht weg. Dann bleib doch lieber hier. Echt?
Ja. Oh. Nein. Doch. Nein. Wir fahren zu dir. Und du trägst mich zu meinem Fahrrad. Danke. Also wenn das nicht die Idee des Jahres ist, dann weiß ich auch nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr die Idee? Ich finde sie eigentlich ganz schlau. Ich meine, ich komme zu meinem Fahrrad, wir können zu dir. Und dann, wenn wir, also du musst du dich halt ein bisschen mehr beeilen. Wenn du angekommen bist, musst du mich schnell von meinem Fahrrad runtertragen. Und dann in dein Zimmer tragen. Ich würde sagen, let's go. Aber stopp. Ich habe noch gar keine Sachen gepackt. Netflix ist die Challenge vorbei. Hast du verkackt. Drama. Viel Glück. Also ich würde dir gerne helfen, aber ich habe leider die Kamera in der Hand. Sorry. Oh ja. Tut mir leid. Wahnsinnig leid. Ah, ich brauche mal eine neue Handy. Brauche ich noch irgendwas? Ist so langsam anstrengend. Ich nehme mal noch einen Akku mit. Oder noch zwei. Oh. Nein. Nein. Schaffst du es noch zurück? Nein. Ja, mit Schwung und dann. Oh, Trick 17. Das wird wohl nichts mit Schminke. Doch. Nein. Ich brauche eher Abschminkzeug als Schminke. Ja, oh lol. So, ich glaube aber, du musst gleich nochmal extra kommen und dann meinen Rucksack holen, okay? Nee, den kannst du nicht. Nee. Nein, nein, stopp. Nee, nein. Ich wollte, ich brauche die Kamera. Nee, die brauchst du nicht. Die brauchst du nicht. Machst du sehr toll. Dann will ich dich jetzt fallen lassen, ne? Tschüss! Hast du dann verkackt? Ja, was mit Schuhen? Ach ja, ich brauche noch irgendwie Schuhe. Rückwärts, ach, nicht liefern die woanders ab. Oh Gott. Wer macht jetzt die Tür auf? Du. Toll, da komme ich doch gar nicht an. Oh Mann. Ich hoffe, wir treffen gleich niemanden. So, ich hoffe, wir machen die Tür zu. Hast du den Fahrradschlüssel? Ja, lass die Tür einfach offen. Okay, dann lass mich die Tür auf. Perfekt. Ich muss auf die Treppen. Oh. Die geht von alleine zu. Die Tür ist von alleine zu. Ich rutsche. Es ist wie schwer. Ich hoffe, wir treffen eigentlich niemanden. Und wer macht die Tür auf? Ich rutsche. Ah, mach auf. Wer macht die Tür auf? Hallo. Ja. Hallo? Siehst du? Alter, was ist nur los bei dir? Also ich stehe hier auf so einem Teil, deswegen ist es nicht der Boden, das ist erst der Boden. Max holt jetzt mein Fahrrad. Dann kann er nochmal schön unsere ganzen Taschen holen. Und das tat gerade so weh, ich bin halt immer weiter runtergerutscht. Ja, doch, alles super geklappt. Du holst jetzt unsere Rucksäcke und ich fahr schon mal langsam los, okay? Ja, alles klar. Gut, bis gleich. Bis gleich. Oh Gott, pass auf. Wir sind jetzt immer auf dem Weg zu mir, beziehungsweise ich muss noch mal ein bisschen Chris jetzt einholen. Und dann melden wir uns mal gleich, beziehungsweise Chris wahrscheinlich dann eher, wenn wir bei mir sind. So, wir sind angekommen. Max packt noch gerade die Fahrräder. Es war anstrengend, hier runterzukommen. Alles gut? Nein. Er hat mich wieder getragen. Kannst du mich auch noch hochtragen? Nein, nimm mich mit. Bitte. Tschüss. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Lassen da draußen? Nein, hol sie rein. Es ist kalt. Okay. Komm. Oh. Oh, oh. Dann haben wir außen ein geschwollenes Gesicht. Ah, ich rutsche. Und jetzt. Jetzt kommt mein Tränen. Ah, scheinbar nicht so. Sorry. Hä? Ich könnte. Oh Junge, ist richtiges Workout hier, ey. So, Tür aufmachen. Ja, war doch easy. Du sollst die Leiter hochfallen. Oh. Das schaff ich. Nein, nicht die Leiter, das ist kein Boden. Auf die Leiter darf ich gehen. Komm, hol mir sowas. Nein, bitte nicht. Nein, ich hab Angst, So, ich bin jetzt auf der Leiter. Mach das bitte nicht nach. Yes, let's go, weiter geht's. Ich bleibe einfach hier sitzen, ich schlafe auch einfach hier. So, ich hab's jetzt aufs Sofa geschafft. Es war ein anstrengender Tag. Es ist echt schwer, nicht den Boden zu berühren. Ich sitze hier auf Max' Bett. Ich habe mich schon umgezogen, wie ihr sehen könnt, und ein bisschen abgeschminkt. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber den Rest werde ich jetzt noch machen. Dann geht's auch nur noch schlafen und dann freue ich mich auf morgen. Ab morgen kann ich endlich wieder auf den Boden. Und dann würde ich sagen, beende ich auch dieses Video an dieser Stelle. Ich bin ziemlich fertig und werde
so schnell versuchen, wie es geht, zu schlafen. Und ja, dann würde ich sagen, vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Hinterlasst dem Video gerne Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, würdet ihr es schaffen, einen ganzen Tag lang nicht den Boden zu berühren und trotzdem noch irgendwie rauszukommen. Guckt in die Infobox, da findet ihr Link zu meinem Merch und zu meinem Instagram-Account. Dort heiße ich Christine XXEdo, könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!